Ja, 400 Meter. Ach du Scheiße. Ja, das ist alles ein bisschen zu spät. 2000 Meter pro Sekunde. Fett. Fett. It's too late for that. Maybe, maybe not. 200 Meter pro Sekunde. Ja, fliegen wir doch das andere Manöver, hm? Was ich natürlich gelöscht habe. Add-Manöver. Einfach ein bisschen mehr Gas geben. So, there you go. Und noch ein Stückchen weiter nach unten. Perfekt. Excellent. Aber natürlich noch näher in die Atmosphäre rein. So dass wir einen Surface-Touchdown haben. Okay. 9 Sekunden, alles klar. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht zu crappig brennen. Gucken wir mal. Nicht, dass wir hier rausfliegen, ne? Das wäre richtig scheiße. So, 1940 Kilometer über der Oberfläche sind wir noch. Das heißt, wir könnten da noch was reisen, allerdings sollten wir das im Auge behalten. Ja, danach ist vorbei. Definitiv. Komm. Komm. Ja, looks great. Oder so, halbwegs. Komm schon. Gib's mir. Gib's mir. Ah, ein bisschen besser ausrichte. So. Und there you go. Wie hoch ist die? 1 Kilometer. Gut. Dass wir uns das auf jeden Fall entsprechend abbremsen. Gut, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wo zur Hölle Kerbin eigentlich ist. Da ist er doch. Yay. Natürlich gucken, dass wir das hier. So. Ach so. Ah, jetzt kommen wir im Dunkeln runter. Das ist natürlich Shit, ja. Na gut, wir beschleunigen mal noch ein bisschen. Ja, das werden wir wahrscheinlich verpassen. Obwohl. Mit Glück nicht. Ich bremse auf jeden Fall nicht mehr ab. Ah, jetzt ist genau die Stelle da. Na gut. Könnte sein, es wahrscheinlich, dass wir es verpassen. Aber wir kommen jetzt da runter, alles gut. Was soll ich denn da eigentlich nehmen? Surface Samples, ne? Na, zum Glück. Go, 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 go. Na, das werden wir wahrscheinlich verpassen. Brauchen wir diesen Schnutz noch? I don't think so. Sia. Ach, was ist denn los, Valentina? Ja, irgendwie klappt das hier nicht so, wie es soll. Gut, wie schnell sind wir dann? Oh, 3000 Meter pro Sekunde, ein Traum. So, und wir kommen in die Atmosphäre. Welcome back. Jetzt geht's ab. Und ja, da sehe ich schon, wir kommen definitiv davor schon runter. Schade, jetzt ist genau in der Periapsis, aber da werden wir wahrscheinlich nicht runterkommen. Gut, dann wisst ihr jetzt spannend, wie der Eintritt. Incoming und wir werden immer noch schneller. Jetzt wird es uns wahrscheinlich irgendwas schon wieder zerreißen. Ich bin gespannt, was es sein wird. Wahrscheinlich die Batterien. Die müsst ihr echt mal besser schützen. Da war was. Okay, jetzt werden wir erstmal dick gebremst. Ablator passt noch. Val ist nicht so happy. 30 Kilometer und jetzt erst angefangen zu bremsen, ist eigentlich schon krass. Gucken mal kurz hier. Ja, das passt auf keinen Fall. Ah, bam! Valentina, no! Okay, das war jetzt auch nicht so geil für sie. Wir sind jetzt halt sehr lange in dieser Atmosphäre drin. Hoffentlich reicht der App Later. Der geht nämlich runter wie Hölle. Vom Hitzeschild. Hitzeschild? Hitzeschild? Okay, noch 1000 Meter pro Sekunde, alles klar. Gut, 50%. Wow, nice one. Alles hot. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Aber passt. Es hat wieder mal nur die Batterien zerwichst. Die müsste ich mal woanders hinmachen. So. Das war's. Vermute ich mal. SES. Aus.
Dann 200 Meter pro Sekunde, noch 8 Kilometer unter uns. Aber wir landen tatsächlich mal nicht im Wasser. Und wir haben das Ziel bei weitem verfehlt. Also üben wir mal noch ein bisschen, würde ich sagen. So, 200 Meter pro Sekunde. Werden mal langsam, können wir mal Drogue Chutes anbringen, die dann vorher schon mal bremsen, weiter oben. 4 Kilometer. Ich werde mal hier den Schirm öffnen. So, der bremst jetzt schon ein bisschen. Was sind das hier unten? Lauter Büsche oder sind das Bäume? Ich bin mir noch nicht sicher, was das ist. Werden wahrscheinlich Bäume sein. Jo, bei 1 Kilometer kommt es gut hin, dass es Bäume sind. Und bald öffnet sich der Schirm. Und dann haben wir das auch hinter uns. Es sind Bäume. Ha, well. Alter, auf die letzten 500 Meter ist das echt grenzwertig, ne? Okay, 6 Meter pro Sekunde. Klingt doch schon mal super geil. Und hier sind die Bäume. Zauberhaft. Quasi eine Art Wald. Oder so. Und wir setzen gleich auf. Joink. Did it. Recover Vessel. Wupp. Hatten wir dafür eine Mission? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Sehen wir gleich. Ob das so ist oder nicht. Oder was? 480 Science. Yes. Ne, keine Mission. Gut. Geld. Yo, Valentina. 4 XP. Nice. Okay. Fly by Duna. Apropos. Da gucken wir doch gleich mal. Duna Lander Probe. Alter, die braucht immer noch. 344 Tage. Gut, da können wir natürlich noch Mission reisen. Sollen wir mal gucken, was wir für eine Mission reisen wollen. Also Fly by Duna. Nope. Atmospheric Scans. Ja, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, ne? Plant Flag on the Moon. Auch das wäre eine Maßnahme. Weasel Surveys. Auf Kerbin. Die Weasley. Kriegen wir die gebacken? Ich glaube nicht. Ich glaube, das mit der Weasley gibt nichts. Explore Ike. Expires never. Gut. Weasel Surveys of Minmus. Damit kommst du mir jetzt, ja. Weasel Surveys of the Mun. Was haben wir denn hier aktiv? Atmospheric Scans. Plant Flag. Ja, diese Atmospheric Scans, dazu bräuchten wir eigentlich Aerodynamics. Bisschen bessere Aerodynamics. Also 400 Science. Damit könnten wir noch was machen. Propulsion Systems. Ist das hier? Die Spark, ne? Genau, ja. Aerodynamics, was kostet das hier? 90 Science für Inline-Stabilizer und so. Okay, Miniaturisierung jetzt mal noch nicht. Precision Engineering wäre schon mal eine Maßnahme. Advanced Electrics auch. Definitiv, aber das auch erst später. Owned, ja gut. Surface Scanning Module, okay, soweit sind wir noch nicht. Rover könnten wir bauen. Mondfahrzeuge, 300 Science, ja, lutsch mir den Jaggern. Weil dazu bräuchten wir natürlich Rovemate. Ja, dazu bräuchten wir noch einiges anderes, ne? Science Technology. Wo ist denn der Sitz schon wieder? Alter, wo ist denn der Sitz schon wieder? Da ist er bestimmt, ne? Nee. Ja, fuck. Electronics? Auch nicht. Robotics. Ah, shit. War der Sitz? Heavy Landing. Heavy Landing? Nee. Das ist aber auch nicht. Wo waren das? Spezialisierte Kontrollen. By Wire. Ich raff's immer nicht, ne? Wo das war. Also hier, das ist die External Command Seat. Doch, der gehört auch dazu. Da könnten wir ein Mondfahrzeug bauen. Wäre das interessant für uns? Wäre das interessant für uns? Rover. 260 Meter pro Sekunde. Könnten wir auf jeden Fall was bauen, um rumzufahren, ne? Aber wie gesagt, 300 Science. Bei Aerodynamics bin ich mir nicht ganz sicher. Supersonic Flight. Was sind denn die Test-Conditions für die Weasley? Da müssen wir nochmal gucken. Also 6000 bis 8000 Meter. 600 Meter und 1200 Meter pro Sekunde. Das ist schon mal ganz ordentlich. Jab, Autosave Chip. Allerdings wollte ich das nicht, sondern ich wollte das Ding eigentlich upgraden. 75.000, das können wir investieren. Weil dann haben wir jetzt mal eine bessere Bahn und dann... Enter, ja, gehen wir mal auf Enter.
Achso, nee, nicht hier Enter, sondern hier, und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein Jet mal bauen. Für Jeb. Oder Val, je nachdem, wer Bock drauf hat. Auf jeden Fall machen wir das Ding schon mal. Und das war's, das launchen wir jetzt mal. Hoffentlich geht jetzt keiner dabei drauf. Das wird jetzt einfach da liegen. Ich will nur gucken, ob das jetzt immer noch diese Schotterbahn ist oder ob das jetzt besser ist. Jawohl, das ist doch viel besser. Wenigstens schon mal betoniert. Ich meine, klar, das. Yay! Na, Jab geht's ab. Gut. So, to Hangar. Und zwar ist das Problem, dass ich damit eigentlich kaum Erfahrung gesammelt habe. Deswegen wird es Zeit, das auch mal zu machen. Ne? Solange das andere Teil Richtung Duna unterwegs ist, können wir ein bisschen Aerodynamics hier machen. Also Luftfahrt. Das heißt, wir würden natürlich da auch schon mal rangehen und was erforschen. Das ist die Weasley Research. Aerodynamics, yes, Research. Dann Supersonic Flight oder Advanced Aerodynamics. Ja, das ist schon größer, ne? 160 Science. 160, 320. Können wir beides erforschen? Dann machen wir das auch. Research. Was ist das? Ja, 300, das können wir nicht erforschen. Aber da wäre es auch schon sehr groß. Also Research. Da sind wir doch schon mal hier. Auf dem Tier. Und da haben wir nur 25 Science. Aber das hält uns mal gar nicht auf. Denn in diese weiteren Technologien gehen wir später. Werden erstmal hier vorne alles ausbauen, denke ich. So. Dann schauen wir mal, was wir hier bauen können, theoretisch. What the fuck is going on? So, Mark 1, ja, Mark 2 Cockpit. Das ist natürlich schon mal awesome. Oh, da können zwei Stück rein. Super great. Looks auch better, I would say. Aber wir fangen trotzdem mit Mark 1 an, weil. Nein. Weil. Hallo? So. Ich natürlich erstmal die Erfahrung sammeln muss, ja? Hier Aerodynamics, jetzt geht's ab. Oh ne, ist nur Nose Cone. Airstream Protective Shell, das ist geil. Ich mag die Dinger. Da können wir dann nämlich unsere Batterien endlich mal reinsetzen später. Beziehungsweise hätten wir doch bestimmt jetzt auch einen Service Bay, jawohl. Da können wir dann die Batterien reinsetzen. Dann schickt das nicht mehr so hart. Medium Landing Gear, Alter, ist ja riesig. Fixed Landing Gear. Das sollte sogar gehen hierfür. Okay, gut. Aber wir brauchen natürlich erstmal Aerodynamics oder Tanks auf jeden Fall. Was gehen ab? 150 Liquid Fuel ist natürlich jetzt nicht so viel. 360 Liquid Fuel. Oxidizer. Und das ist schon groß, ne? Das ist schon Mark 2. Ja, ich sehe schon. Gut, dann müssen wir natürlich hiermit anfangen. Ja. Und dann natürlich noch so einen Hintern dran setzen. Brand Adapter. Oh yeah. Einen Hintern dran setzen. Yeah. Nee. Gucken wir mal bei Aerodynamics. There. Ist hier auch. Oh, Intake. Intake wäre natürlich auch schon mal nicht schlecht. Wir haben nämlich sonst keine. So sieht's aus. Intake Air. Wupp. Das ist auch schon verdammt groß. Ohne rum. Nee, das ist nicht richtig. Müssen wir drehen. So, oben rum. Und dann müssen wir natürlich Small Nose Cone. Komm hier. Ah, too small. Irgendwie hinten. Achso, das Triebwerk natürlich dran setzen. Wo ist es? Engines. Weasley. So, fucking what? Und dann Aerodynamics. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier. Delta Wing. Yay. Zwei Stück. So, mal gucken, ob Jebby dann damit fliegen kann, beziehungsweise Val. Wir wissen es noch nicht, wer da jetzt fliegen wird. Also Utilities, das ist natürlich Landing Gears fixed. Macht ja nichts. What is going on? Ja, Moment mal, vielleicht mal was hier mit. So. Das ist aber auch mal nichts. So, jawohl. Okay, und dann müssen wir vorne noch so ein kleines Ding hier anbringen. Eins. Uno. So, zentriert.
Das sieht jetzt natürlich äußerst strange aus. Ja. Flyding Mark 1. So, Jeb kann das Ding mal testfliegen. Ich weiß ja nicht, ob das klar geht. Gucken wir einfach mal.